Ja, hallo Leute, heute mal wieder mit einem kleinen Review, und zwar geht es um die App, also ist logisch App Review, und zwar geht es um die App für iPhone, iPod, iPad, also iPod Touch natürlich, den ich auch besitze. Ja, es geht um die App Photoshop Express, die ihr hier seht. Ja, oh. So sieht die App halt aus. Das ist halt das Eingangsmenü. Und ich zeige euch heute, was wir alles mit der App machen können. Wie beim letzten Video Insta-Effekt, über die App Insta-Effekt, ist es hier eine Fotobearbeitungs-App oder Bildbearbeitungs-App. Das ist eigentlich das gleiche. Wählen einfach mal ein Foto aus. Hier von Harald Schön. Das Video von der Satex Crew. Natürlich Fingerboarding. Ja, hier auf der Taste könnt ihr das halt irgendwo hochladen. Flickr, Tumblr, Jetpack, Facebook, Photoshop. Oder halt per E-Mail. Ja, und wenn ihr hier draufklickt, könnt ihr das Bild bearbeiten. Ja. Hier kann man halt Soft Focus, Black and White. Kann ich mal hier machen. Jetzt sieht man das Schwarz-Weiß. Oder Colorize. Kann man das hier so einstellen, wie man die Farbe haben will. Man kann hier auch Sachen rückgängig machen. Also was ich hier halt gemacht habe mit Schwarz-Weiß, die Sache. Und hier sind halt so ein paar Effekte, ob man das auch schärfer haben will. Je nachdem. Oder ein bisschen unschärfer haben will, also so als Effekt halt. Also hier sowas, dass es hier zum Beispiel heller ist oder bisschen dunkel, also ein paar Pixel da sind oder halt so richtig komplett richtig in jedes Detail halt so. Ja, kann man da auch einstellen. Hier sind noch ein paar Effekte. Also so zum Beispiel hier. Ja, da kann man die Farben und so alles einstellen. Oder hier zum Beispiel das. Dass das hier halt so ein bisschen alles farbig ist. Sieht auch geil aus. Ziemlich. Ja, und da kann man hier auch wieder drehen. Also hier mit den Schatten. Und Kontrasten sowas. Hier kann man halt sowas wie Muster machen oder drehen. Und ja, hier kann man halt das Bild drehen und so alles. Und auseinanderziehen und so, wie man das Bild halt haben möchte. Ja. Oder hier auf Kopf stellen. Also jede Menge Effekte sind hier. Ja. Und ja, auf jeden Fall sehr lustige App. Ist wirklich sehr gut. Ja, sehr gut nicht, aber also für iPhone und sowas ist das wirklich sehr cool und sehr passend. Ja, manchen gefällt es nicht. Also mir gefällt die App. Wie gesagt, kostenlos, also ich habe es noch nicht gesagt, aber die App ist kostenlos. Ja, man kann damit die Fotos auch sofort hochladen. Ist wirklich sehr cool. Und ja, ich gebe der App von 5 Sternen 4, weil die entspricht eigentlich allen Bedürfnissen. Aber es ist halt nicht wie das Photoshop an dem Computer, wo man halt auch Dateien erstellen kann selber und so. Aber es ist halt, also da sind wirklich schon jede Menge Effekte, die Kontraste kann man echt super einstellen und so.
Von mir kriegt die App einen Daumen hoch. Mir gefällt die. Ich empfehle sie weiter. Und ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, abonnieren lohnt sich. Haut rein, Leute.